Wie würde dein Leben aussehen, wenn du Jesus an erste Stelle setzt? Die ultimative Number One Berufung, die wir haben. Alles andere mal beiseite zu legen. Getrennt von ihm können wir nichts tun. It's all about Jesus. Die letzten 2 Jahre waren geprägt von Krisen. Und es sieht so aus, als ob es dieses Jahr genauso weitergeht. Wir haben uns gefragt, was ist die eine Sache, die wir tun können, damit wir dieses Jahr nicht einfach nur überstehen, sondern was können wir tun, damit dieses Jahr zum Besten unseres Lebens wird? Genau, was ist die eine Sache, die wir tun können, die das Potenzial hat, unser ganzes Leben auf den Kopf zu stellen, die uns verbindet mit einer Quelle, aus der wir heraus leben können und all die Dinge tun können. Und das Interessante ist, dass die Bibel ganz genau von dieser einen Sache spricht. Und zwar lesen wir das im Lukas-Evangelium, Lukas 10. Und da gibt es eine Geschichte von Martha und Maria. Jesus kommt in das Haus von Martha, wird eingeladen, ist dort zu Gast. Und Martha ist dabei, die Gäste zu bedienen und schafft sehr viel, arbeitet sehr viel. Und Maria sitzt da zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Eigentlich nichts anderes, dass sie mit ihm Gemeinschaft hat und dass sie einfach wirklich da sitzt und von ihm lernt, von ihm zieht, von ihm hört und einfach wirklich ja, Gemeinschaft mit ihm hat. Und wir lesen in Vers 40, dass Martha sich beschwert. Lukas 10, Vers 40. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Also nichts anderes. Sie wollte Maria selber nicht konfrontieren, sondern hat gesagt, Jesus, du musst was tun. Sie sprich war, ein Machtwort. Genau, sprich ein Machtwort. Wahrscheinlich hat sie damit gedacht, so, okay, auf mich hört sie nicht, auf dich wird sie hören. Und wir lesen aber weiter. Jesus hat ihr nicht die Antwort gegeben, die sie erwartet hat. Er sagte zu ihr, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Was nichts anderes heißt, als sie war total besorgt und beunruhigt, umhergetrieben von ihrer Sorge. Beschäftigt. Ja, sie war beschäftigt, sie hatte einfach keine Ruhe. Sie dachte, okay, ihre Kraft liegt im Tun, 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 ich muss es machen, machen, machen. Ja, das sind so Machertypen. Ja, ich meine, sie hat ja auch, sie hat Jesus in ihrem Haus gehabt. Das genau. Ist auch nur nachvollziehbar, ja. Ne? Jesus ist in meinem Haus, ich will es natürlich so schön machen, wie es geht. Wir kennen das alle, wenn wichtige Gäste kommen, so, dann willst du präsentieren, dann muss es laufen. Gutes Essen geben. Aber Jesus hatte ihr eine ganz andere Antwort gegeben, als das, was sie erwartet hat. Und in Vers 42 lesen wir weiter. Und er sagte, eines ist aber notwendig. Oder eine andere Übersetzung sagt, eines ist aber wichtig. Es gibt nur die eine Sache, die wichtig ist. Und er geht weiter und sagt, Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Nichts, er sagt nichts anderes als, die Entscheidung, die Maria getroffen hat, zu meinen Füßen zu sitzen, Gemeinschaft mit ihm zu haben oder Gemeinschaft mit mir zu haben, das war eine gute Entscheidung. Das war die richtige Entscheidung. Ja. Das war die wichtige und die notwendige Entscheidung. Ja. Und wie oft kommt es vor, dass wir Mühe haben mit all den Aufgaben und den Herausforderungen in unserem Alltag? Also ich ertappe mich immer wieder mal dabei, dass ich irgendwie umhergetrieben bin mit all den Aufgaben, die jetzt gerade so anstehen und dann am Ende des Tages zurückschaue und sage, okay, eigentlich hatte ich heute nicht so viel Zeit mit Jesus verbracht. Mhm. Die Gefahr dabei ist, wenn wir die eine Sache vergessen, die eine wichtige Sache, dass es dann am Ende um das Tun geht und nicht um das Sein. Wir sind Kinder Gottes. Und das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben, die eine Sache, die notwendig ist, aus der alles andere herausfließt, ist Gemeinschaft mit ihm zu haben, ja. Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, verbunden zu sein mit ihm, in dieser Abhängigkeit mit ihm zu leben. Und oft verfallen wir aber in dieses Tun und wir denken, wir müssen tun, um uns etwas zu verdienen. Dabei sind wir schon angenommen. Wir lesen in 1. Korinther 1, 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn.
Genauso wie Jesus in dieser Situation gesagt hat, dass Maria das Richtige gewählt hat, das Wichtige gewählt hat. Genauso, und das war diese Gemeinschaft mit ihm. Genauso sind wir berufen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich glaube, wir sind ganz oft dabei, als erstes daran zu denken, wenn es darum geht, was ist unsere Berufung, zu sagen, Menschen von Jesus zu erzählen. Und es stimmt, natürlich ist es auch unsere Berufung. Aber ich glaube, wir sind ständig auf der Suche, was ist unsere Berufung. Ja, genau, was können wir tun? Ja. Genau. Aber Jesus sagt, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das Erste. Das ist eins, aber ist wichtig. Das ist die eine Sache. Und was bedeutet das jetzt, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Ich meine, wir können heute nicht mehr Jesus in Person in unser Zimmer einladen, uns zu seinen Füßen setzen, wie Maria das konnte. Aber ich glaube, Gemeinschaft mit Gott zu haben ist, mit ihm zu reden. Sein Wort zu lesen, dass es lebendig wird und ich merke, wie er zu mir redet. Seinen Frieden zu spüren. Alles andere mal beiseite zu legen. Also, ich meine, wahrscheinlich als Maria da saß, dann hat es wahrscheinlich Martha immer schön mit den Töpfen geklappert, so um Maria vielleicht so einen Hinweis zu geben, hier ist Arbeit. Und Maria hat das alles ausgeblendet. Sie saß zu den Füßen Jesu. Und ich glaube, so müssen wir auch... ist für uns auch diese Gemeinschaft, ist, dass wir mal alles andere ausblenden, dass wir unser Handy beiseite legen, dass wir unsere To-Do-Liste beiseite legen und sagen, okay, Gott, jetzt bist du, was zählt. Jetzt will ich meinen Fokus auf dich ausrichten. Jetzt will ich einfach Gemeinschaft haben mit dir, will ich mit dir reden und hören, was du mir sagst. Gemeinschaft mit ihm zu haben, ich sage immer dazu, das ist die ultimative Number One Berufung, die wir haben. Das ist die eine wichtige Sache, die wir haben, einfach verbunden mit ihm zu sein, weil die Bibel sagt, getrennt von ihm können wir nichts tun. Ja. Und so wie du sagtest, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ist nichts anderes als mit ihm zu reden. Also sich ja, mit ihm zu beschäftigen. Jesus einfach kennenlernen, das bedeutet Gemeinschaft. Und natürlich kann man da noch tiefer hineingehen. Und ich glaube, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber vielleicht, wenn es dich interessiert, dann schreib es uns doch in die Kommentare. Vielleicht machen wir dazu einfach nochmal ein separates Video. Wie wir schon gesagt haben, dass die Gemeinschaft die Quelle für alles in unserem Leben ist und dass wir von ihm getrennt nichts tun können. Und in Philipper 4,13 gibt es eine sehr interessante Stelle, die mich immer wieder daran ermutigt, woher meine Kraft kommt. In Philipper 4,13 steht geschrieben, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Er sagt nichts anderes als, keine Herausforderung ist mir zu groß. Ich habe keine Mühe damit, weil er mich stark macht. Oder eine andere Übersetzung sagt, er befähigt mich. Er gibt mir die Fähigkeit, den Herausforderungen oder den Aufgaben, die ich am Alltag zu bewältigen habe, er macht mich fähig dazu. In der Schlachter steht geschrieben, ich vermag alles durch den, also durch wen? Durch Christus. Aber wenn du ins Griechische gehst, dann steht dort eigentlich nichts anderes als, ich vermag in Christus diese Dinge. Er befähigt mich in ihm. Das bedeutet, unser Ziel dabei ist es, in ihm zu sein. In Verbindung mit ihm zu sein. Und aus ihm heraus, aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Quelle heraus bekomme ich die Kraft, die Weisheit, die Fähigkeiten, alles, was ich brauche, um das erfolgreichste Jahr meines Lebens zu haben. Absolut. Ich finde es auch spannend, wenn wir uns das Leben von Jesus angucken, dann lesen wir auch immer wieder davon, dass er in die Wüste gegangen ist oder dass er auf den Berg gegangen ist. Meistens hat er das nachts gemacht, weil die Menschen ihn so bedrängt haben, weil sie alle was von ihm wollten. Ja, da war eine große Nachfrage nach ihm. Aber für ihn war es so wichtig, dass er nachts oder wann auch immer er dafür die Gelegenheit hatte, dass er an einen einsamen Ort gegangen ist. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 14, dass er auf den Berg gegangen ist. Dann hat er hat erst die Speisung der 5000 gemacht, hat also vielen Menschen Essen gegeben, Essen vermehrt. Und dann schickt er die Menschen weg. Es ist Abend, er schickt die Menschen weg. Und er schickt sogar die Jünger weg und sagt, geht schon mal, fahrt schon mal mit dem Boot auf die andere Seite des Sees. Und Jesus ist auf den Berg gegangen und er hat nachts gebetet. Dieser Berg, das war der Ort, wo ihn keiner finden konnte, wo niemand war, außer ihm und Gott. Da war nichts anderes, was ihn ablenken konnte. So quasi sein stilles Kämmerlein. Sein stilles Kämmerlein. Sein Secret Place, würde ich mal dazu sagen. Genau, voll. Und
Dann lesen wir ja, Jesus hat da diese Zeit der Gemeinschaft. Und dann, ich meine, er ist ja immer noch an diesem Ort, er hat kein Boot mehr, die Jünger sind mit dem Boot vorgegangen. Und jetzt läuft er einfach auf dem Wasser, läuft ihnen nach und begegnet den Jüngern dann auf dem Wasser. Das heißt, er hat diesen Ort der Gemeinschaft, diesen Ort der Verbindung mit Gott, wo ihn nichts anderes interessiert, wo er sich nicht ablenken lässt. Und als nächstes tut er wieder was Übernatürliches, tut er wieder ein Zeichen und ein Wunder. Und das ist, was wir durch das ganze Leben von ihm sehen können, dass immer, da war ständig diese Verbindung mit ihm und aus dem heraus hat er alles getan, was er tun konnte. Genau, und wenn Jesus das brauchte, ja, wie viel mehr brauchen wir das? Yes, wie viel mehr wir. Und er sagte ja selbst, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, er hat aus dieser Beziehung herausgelebt. Und das Interessante ist, in den Evangelien lesen wir, ich glaube, Lukas oder Markus, bin mir nicht sicher. Spielt auch keine Rolle. Ich blende das hier unten ein. dass bevor er seine Jünger auserwählt hat, hat er sich zurückgezogen und hat die ganze Nacht auf dem Berg gebetet. Kurz danach, das nächste, was er getan hat, ist er hingegangen und hat seine 12 Jünger ausgelebt. Wir sehen also auch, mit jeder wichtigen Entscheidung, die Jesus auch getroffen hat, hat er sich immer zurückgezogen und hatte Gemeinschaft mit dem Vater. Und er hat aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater gelebt. Wahrer geistlicher Erfolg kommt immer aus der Intimität mit Jesus heraus. Das ist die Quelle für alles. Und in Johannes 15 lesen wir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt was? Viel Frucht. Denn getrennt, oder eine andere Übersetzung sagt, ohne mich, außerhalb von mir, das heißt nicht verbunden sein mit mir, ihr könnt nichts tun. Ja, und hier ist, ihr könnt ihr nichts tun. Ich meine, natürlich können wir auch ohne Gott, ich meine, wir sehen das ja in der Welt, klar. Wir können auch ohne Gott leben, weißt du, wir können schlafen, wir können essen, wir können auf Arbeit gehen. Aber wir können nichts tun, was ewigen Wert hat. Wir können nichts tun von dem, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Wir können nichts tun, was diese Welt verändern wird. Da ist auch so ein Punkt. Ganz oft versuchen wir strengen uns an, Frucht zu bringen und wir tun diese tausend Sachen, weil wir denken, wir müssen irgendwie Frucht bringen, wir müssen doch was produzieren, wir müssen doch was hervorbringen. Aber es heißt ja ganz klar, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das heißt, als erstes ist da Verbindung, ich in ihm und er in mir. Und das Resultat daraus ist, ich bringe viel Frucht. Und ich habe das auch schon öfter erlebt, wenn ich das zu meiner Priorität mache, wirklich in Verbindung zu sein mit Gott, morgens Zeit mit ihm zu haben und dann aber auch tagsüber immer wieder mit ihm im Austausch zu sein. Also ich lasse Gott ja dann nicht in meinem stillen Kämmerlein, sondern ich bleibe ständig in Verbindung mit ihm. Dann laufen Dinge anders, dann ist da eine Leichtigkeit, dann ist Freude und Frieden, dann sind all diese Dinge, die wir in Gott finden, die sind bei mir, die sind in mir. Und daraus heraus ist es so viel einfacher, Dinge zu tun, zu arbeiten. Dann ist es einfacher, dann denke ich gerade im richtigen Moment daran, irgendjemanden anzurufen, zum Beispiel auf der Arbeit. Oder dann werde ich gerade in dem richtigen Moment erinnert, irgendwo hinzugehen. Dann flutscht es einfach, dann läuft es einfach. Die Dinge laufen anders, ja. Die Dinge laufen viel, viel besser. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du Jesus an erste Stelle setzt? Wir starten jetzt in das neue Jahr, in das Jahr 2023. Ich möchte dich einfach ermutigen, möchte uns ermutigen. Lasst uns eine Entscheidung treffen, dass das Jahr 2023 nicht ein Jahr ist, in dem ich einfach von A nach B hetze, wo ich nicht beeindruckt bin und eingeschüchtert bin von den Dingen, die um mich herum passieren, vielleicht auch die Krisen, die um mich herum passieren, sondern wo ich mich entscheide, eine Sache ist wichtig, eine Sache ist notwendig und das ist in Verbindung zu sein mit Gott, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Und aus dieser Verbindung, aus diesem, wo ich weiß, was er über mich sagt, wo ich mit ihm alles teilen kann, aus dieser Verbindung mit ihm möchte ich mein ganzes Leben leben. Und das ist, wie das Jahr 2023 das erfolgreichste Jahr unseres Lebens wird. Yes.